Mahlzeit. So, nächster Tag, wir bauen heute die Combo ein. Wir bauen die Combo ein. Die war doch schon eingebaut. Erinnerung, sie war ja einfach total zerdeppert. Und ja, ich habe jetzt einen tollen Freund gefunden, der mir die nochmal auseinandergelötet hat, damit wir Schrumpfschläuche drüber gemacht haben. Und aber das zeige ich euch nachher alles. Ich möchte euch erstmal zeigen, wie wir generell einen Regler in dieses Slash-Chassis bekommen, was ja eigentlich dafür nicht so gut geeignet ist. Denn das Problem habe ich mit dem Quick Run auch gehabt in meinem, dass ich das einfach nicht hinkriege, da eine saubere Fläche hinzukriegen und dass er nicht verrutscht. So, und jetzt machen wir das einfach mal so, wie ich das bei mir gemacht habe, weil da haben mich schon so viele nachgefragt, wie ich das eigentlich gemacht habe. So, wir nehmen Schugu. Ja, das nehmen wir auch zum Karosserie reparieren, wovon ich immer noch kein Video gemacht habe. Was aber nächste Woche, übernächste Woche kommt. Nächste kann ich nicht versprechen, aber die Nachwoche drauf bestimmt. Also Karo reparieren mit Schugu kommt. Ich habe schon eine neue Pulle bestellt oder bis habe ich schon hier liegen. Ich habe auch eine kaputte Karo hier. Ich habe nur zu viel zu tun. Ja, der muss jetzt fertig und danach kommt ein neues Auto. Der steht auch schon hier. Den zeige ich euch aber noch nicht. Den habe ich heute abgeholt von einem super, super, super lieben Menschen. Das ist halt der, der mir die Karo gemacht hat. Und ich muss jetzt gerade mal eben kurz messen. Okay, das passt. Ja, wie machen wir das? Ich habe mir hier 3M Klettband zugeschnitten. Einmal einen schmalen Streifen und einmal einen etwas breiteren Streifen. Ist hier nicht optimal, aber es ist völlig egal. Ob der jetzt 3 Noppen mehr hat oder weniger, ist Latte. Dann habe ich hier, ich hoffe, man kann das sehen, einen kleinen Strich gemacht. Bis hierhin geht der Motor etwa. Das heißt, ich muss irgendwo da anfangen. Das heißt, ich werde diese Felder hier so groß, also das werde ich komplett auffüllen mit Schugu. Dafür kommen die ganzen Kabel hier gleich zur Seite. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht nicht mit einer Wäscheklammer. Die Kabel packen, genau. In der Wäscheklammer sollte das gehen. Klong oder auch nicht. Die packen wir jetzt mal zur Seite und füllen das auf mit Schugu. Warum Schugu? Das hält einfach. Ja, das Zeug ist so eine eklig fiese, feste Masse. Die aber eben nicht fest wird, sondern die weiterhin flext, weil sonst mache ich ja das Chassis kaputt, wenn ich da was zu Hartes reinmache. Das löst sich nur wieder. Und schaffe mir damit halt eine Basis, was ich in den. Also eine glatte Fläche, wo ich die gleich draufkleben kann. Schugu hat einen ganz großen Nachteil, das ist hochgiftig, das Zeug. Deswegen solltet ihr das nur in gut belüfteten Räumen machen und ja, ihr kennt ja diese Standardsprüche, ne? Brauche ich ja jetzt nicht alles zu sagen. Nicht aufessen, nicht trinken. Wobei, das möchte ich sehen, wie man das trinkt, aber nicht aufessen, nicht trinken, nicht der kleinen Schwester zu essen geben, nicht anzünden. Weiß nicht, ob das brennt, keine Ahnung. Aber ja, also es stinkt auch bestialisch. Und kostet so eine Dose oder Pulle oder Tube, ne, Tube heißt das ja, die ich hier habe, kostet etwa 9 Euro. Macht ihr ungefähr 10 Karos mit Heile. Hier habe ich jetzt extra ein bisschen mehr benutzt, weil ihr ja dabei seid. Diese Masse braucht jetzt ungefähr 2 bis 3 Tage, bis die ausgehärtet ist. Die härtet nämlich nicht aus. Die bleibt flexibel. Die hat ungefähr nachher die Konsistenz von Lexan. Deswegen ist sie für Karosserie reparieren ja auch so super. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich muss ein bisschen aufstoßen. Darum ist sie für Karosserie reparieren ja auch so super, weil sie eben nicht aushärtet. Jetzt habe ich auch meine Q-Tipps gefunden. Da wollte schon einer mehr mit. Das verteilen wir jetzt alles hier noch ein bisschen schön. Das macht es aber auch von alleine, also da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Ja, und hab halt wirklich eine richtig schöne Fläche gleich hier. Und damit das auch richtig hält, den Q-Tipp schmeiße ich weg, weil sonst klebt er mir auf dem Tisch fest. Damit das auch richtig gut hält, kommen da jetzt diese Streifen drüber, ein bisschen in die andere Richtung biegen. Weil ich habe die auf der Rolle gekauft und dann sind die halt ein bisschen rund. Guckt euch das mal an. Lasst das ruhig ein bisschen rausquellen, das ist gar nicht schlimm. Selbiges macht ihr mit dem Regler. Da braucht ihr natürlich nicht so elendig viel draufknallen. Aber
Halt schon ein bisschen. Ich hab hier auch zu viel genommen. Ich merke das gerade. Viel zu viel. Lasse ich das halt da runterlaufen. Ja. Diese Schraube brauchen wir nachher und diese Schraube brauchen wir nachher. Und damit das auch funktioniert, drehe ich die mal eben rein. Und da ich mein Werkzeug leider beim Kumpel vergessen habe, müssen wir das jetzt mal elektrisch machen. Braucht ja gar nicht tief, nur dass das Loch nicht zu wird, weil wenn das zu ist, kriege ich da keine Schrauben mehr rein. So, jetzt kommt das, seht ihr ja wieder hoch. Blöde Sache. Jetzt nehmt ihr etwas, was diese Fläche hat, und dann kommt was Schweres da oben drauf. Was hat diese Fläche? Ja, was weiß ich denn, was ihr zu Hause habt? Ja, was nehme ich denn jetzt mal? Ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe jetzt an einen kaputten Querlenker gedacht. Das kann man zum Beispiel nehmen und da dann halt, was weiß ich, was draufstellen. Den Regler möchte ich ja noch nicht zeigen. Den zeige ich euch erst im zweiten Teil, weil dieses Video habe ich an 2 Tagen aufgenommen. Was habe ich denn Schönes in der Schublade? Nichts Geeignetes. Nichts Geeignetes. Querlenker, die können wir nicht nehmen. Frag mich nicht, für was für ein Auto der ist. Keine Ahnung. Ich habe mal ein Ersatzteilepaket gekauft und da war der drin. Also wenn ihr den brauchen könnt, schreibt mir mal, ich schenke euch den. Das könnte schon gut dran sein. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ich besorge mal eben was so etwa die Fläche hat. Bis gleich. So, ich habe was gefunden und zwar nehmen wir einen Slash-Querlenker. Das ist noch einer meiner ersten. Das ist, glaube ich, der Originale, der noch heile ist von vorne. Einer ist mir damals mal bei der zweiten Fahrt sofort kaputt gegangen. Den legen wir da drauf. Das passt perfekt. Das passt wirklich perfekt. Und dann legt ihr da was Schweres drauf. Ja, was nehmen wir Schweres? Könnt alles nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt da einen Motor drauflegen. Ihr könnt da. Hier, das könnte klappen. Ja, sowas hier zum Beispiel geht. Und ich nehme jetzt mal einen zweiten, damit ich noch ein bisschen höher komme. Weil die Schrauben mir sonst im Weg sind. Und dann kann ich hier halt wirklich was richtig schön Schweres drauflegen. Das Ding ist noch viel zu leicht. Aber mein Schraubstock, der ist schwer. Akku-Dings mal eben raus. Komm, löst dich. Komm, put, put. Danke. So, und das lasst ihr jetzt 24 Stunden stehen. Und in 24 Stunden sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, für euch waren das jetzt 2 Sekunden, für mich waren das 2 Tage. Nicht einen Tag, wie ich gesagt hatte. Aus dem Grund, dass ich ein bisschen mehr arbeiten musste, ging das gestern einfach nicht. Und ja, jetzt habe ich eben noch gemerkt, dass der Kleber hier nicht so ganz angezogen hat, wie ich das wollte, und habe noch ein bisschen nachgeklebt. Das macht aber nichts, weil wenn der Regler da gleich drauf sitzt, dann ist es ja plan und dann kann das schön über Nacht aushärten. Wir bauen also jetzt die Combo ein. Den legen wir dafür mal zur Seite. Räumen auch mal den ganzen Kram hier weg. Und dann wird das Auto heute fertig. Ja, der wird fertig. Es wird auch Zeit. Wie gesagt, wie ich ja schon mal sagte, das nächste Projekt steht ja schon an. Und ich will jetzt auch fertig werden, ne? Morgen soll er gefahren werden, vielleicht auch erst Sonntag. Ich wollte eigentlich schon heute fahren, aber draußen regnet das. Wie Sau sogar. Und der Regler hier ist alles andere, aber nicht wasserdicht. Ja, wir fangen an mit Schrauben suchen, Schrauben finden. So, die Schraube brauchen wir.
Ritzelspiel stelle ich jetzt gleich ein. Ich will erstmal das Ding da drin haben. Weil Ritzelspiel einstellen ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, das kriegt ihr alle wohl noch hin. Blöd ist, dass ich meinen Schrauber ja noch verloren habe. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie mit dem hier hinkriegen. Nein. Oh, ich gehe nach Hause, ey. Ich bin ja zu Hause. Ja. Ich habe mir eben mal die Aufrufe des dieses Tuning-Projektes angesehen. Und ihr seid ja wirklich sehr, sehr fleißige Zuschauer. Das gefällt mir natürlich richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank dafür. Denn das ist natürlich für mich immer die Bestätigung, dass ich hier das tue, was ihr auch sehen wollt. Weil es bringt mir nichts, wenn ich hier affengeile Videos machen würde, wenn ihr die nicht guckt. Und ich verspreche euch, das wird nicht das letzte Tuning-Projekt gewesen sein oder bleiben. Ich mache das jetzt mal mit dem hier. Ich kriege meinen roten EDS morgen wieder und dann ziehe ich die halt vorm Fahren nochmal richtig fest. Ja. Zwei und drei Umdrehungen noch, dann haben wir die Schraube fertig. Ich hasse das ernsthaft mit diesen Dingern das zu machen. Die liegen halt total scheiße in der Hand. Das macht keinen Spaß. Und ich komme wegen den Kabeln da nicht dran. Apropos Kabel, das habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Ein guter Freund von mir, dessen Auto hier als nächstes draufstehen wird, hat mir die Kabel ja aufgemacht, hat Schrumpfschläuche drüber gemacht und ja, das ist jetzt zwar immer noch nicht hundertprozentig, aber so ist es schon deutlich besser. Deutlich besser. Und so wie ich das gehört habe, wird die Kombo da eh nicht lange drin bleiben, von daher ist es nicht so wild. Na komm, einen noch. So, das soll jetzt erstmal reichen. Ich ziehe das, wie gesagt, noch fest, wenn ich den, bevor ich den fahre. Ich habe hier auf die Rückseite jetzt auch dieses 3M-Klettband gemacht. Das hat den Vorteil, dass das ineinander greift und halt nicht mehr verrutschen kann. Da kommt dann noch ein Kabelbinder drum und dann ist das bombenfest. Ich habe das bei mir im Slash auch noch nicht, aber das kommt da auch rein. So. Ich vermute sogar, dass das so halten würde. Ja, mal ein bisschen festdrücken hier. Ich nehme das mal ein bisschen anders in die Hand. Oh, das ist fest. Ich vermute, das würde sogar so halten. Aber wie gesagt, es kommt noch ein Kabelbinder drum zur Sicherheit. Und dann ist das wirklich bombenfest. Das hält. Leider habe ich den Verschluss von dem Ding hier verloren. Das heißt, da mache ich einen Luftballon drum. Geht leider nicht anders. Ich weiß nicht, wo ich das Gegenstück von dem Teil hier gelassen habe. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich den nächste Woche verschickt habe, finde ich den. Ja, notfalls kriegst du einen Brief zu, hinterher. Kann ich nicht ändern. Kann ich jetzt gerade echt nicht ändern. Hier ist er auch nicht drin, ne? Nein. Ja. Here we go. Jetzt nehmen wir mal die Wäscheklammer hier ab. Den brauchen wir. Dann hole ich gleich auch noch ein Lipo und dann machen wir das erste Mal hier Gas geben mit dem Ding.
Das habe ich bisher auch wirklich noch nicht gemacht. Also der ist momentan noch absolut jungfräulich so. Da hat noch nicht einmal Power drauf gesessen. Auf den Lagern. Ich ja, fahr mal raus. Weiterhin war ja neulich in Facebook-Gruppen die Diskussion, dass viel mehr an meinem Slasher nicht gehen würde. Doch, geht. Ich habe Teile bestellt. Aus Kostengründen, allerdings in den USA. Wenn ich in den USA bestelle, kam meistens bisher immer was richtig Geiles. Und es kommt was richtig Geiles. Ja, das könnte man an dem hier auch machen. Aber irgendwas soll der Besitzer auch selber machen, ne? Schräublein? Schräublein. Also das kann der Besitzer sich dann selber kaufen. Die Links hat er schon von mir bekommen heute Morgen. Und ja, da freue ich mich echt drauf. Da freue ich mich drauf. Das wird aber noch wahrscheinlich 2, 3 Wochen dauern. Ja, 2 bis 3 Wochen dauern, weil halt Versand aus den USA ist, dauert halt immer ein bisschen, ne? Kann ich dann aber auch nicht ändern. Jetzt hoffe ich gleich, dass der richtig rumdreht, weil sonst haben wir ein Problem. Kabelantenne legen wir jetzt erstmal zur Seite. Dazu folgt demnächst noch ein Update an meinem Slash, weil ich da ein kleines Problem habe. Ja, ich habe ja eine Spektrum dran. Leider ist die Antenne sehr scheiße. Sehr kurz. Und ja, jetzt muss ich das so machen, dass ich die Antenne oben rausgucken lasse. Aber wie gesagt, dazu kommt, werde ich dann ein kleines Video machen. Und umso kürzer die Antenne, umso kürzer ist dann halt auch die Reichweite. Und die ist schon arg kurz bei mir. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich probiere gerade, dass ich diesen Ring, der entstörend wirkt, es juckt die Nase, der entstörend wirkt, ein bisschen weiter runter zu setzen, damit ich da mehr Kabel drin verschwinden lassen kann. Leider hat der eine Windung zu viel drin, das heißt, das ist sehr eng hier. Sehr eng. So, das machen wir jetzt nochmal. Habe ich das genau falsch schon gemacht, ne? Ja. Och Mann, ey. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Projekt zum falschen Zeitpunkt angefangen. Bei mir ist auf Arbeit momentan die Hölle los. Und deswegen ist halt momentan wenig Schlaf, viel Arbeit. Nebenbei mache ich dann noch das hier. Sei mir verziehen. Dafür dauert so ein Aufbau aber nicht 3 Wochen bei mir, wie bei anderen YouTubern, die einen Bausatz kaufen und jede Woche kommt da irgendwie ein Teil oder so. Nee. Also wenn ich die Sachen fertig habe, gehen die wirklich sofort online und ihr könnt es sehen. Na komm, den einen schaffen wir jetzt auch.
durch. So, weil den kann ich da deutlich mehr verschwinden lassen. Dafür ist diese Empfängerbox super. Einfach reindrücken da. Finger drauf und gut. Der Servo, das Servokabel, was ja noch wirklich, das ist unglaublich neu. Das hätte ich vielleicht tauschen sollen gegen meinen. Ja, aber so will ich denn doch nicht. Neuer Servo in meinem Slash wird wahrscheinlich auch noch kommen dieses Jahr. Aber wie gesagt, da brauche ich einen wasserdichten und die kosten gleich auch schon wieder richtig viel. Oder. Und eigentlich, das muss ich noch erzählen, eigentlich wollte ich ja das Gehäuse hier austauschen. Darum habe ich hier eins. Das habe ich geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank, Jan. Leider ist das Problem, dass das schon mal jemand probiert hat, der die Schrauben rund gemacht hat. Und zwar alle vier. Aufbohren traue ich mich nicht. Und deswegen packe ich den mit. Also aufbohren kannst du selber machen. Ich werde das nicht tun. Das ist mir einfach ein bisschen zu gefährlich. Wenn ich den dann kaputt mache, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Es ist gerade ein bisschen blöd. Aber ich denke, das kann man verstehen, dass ich da jetzt nicht unbedingt das Risiko eingehen möchte. Der kommt wie gesagt mit. Da ist sogar noch ein Kühlkörper und ein neuer Lüfter drin. Vielleicht kriegst du das wieder hin. Und dann sind wir schon fast fertig. So, jetzt organisiere ich uns mal ein Lipo. Und meine Funke. Lipo haben wir schon. Meine Funke habe ich auch gefunden. Super, das in diesem Chaos. Übrigens war der hier auch lose und deswegen gab es da Probleme. Dass der Motor hier hin und her wackelt, das muss er, weil er noch nicht ganz festgezogen ist. Aber er läuft. Er läuft. Wir sind fertig. Ich glaube gar nicht, wie ich mich freue. Weil ich mich auch auf das nächste Projekt freue, natürlich. Ne? Ich denke, das kann man verstehen. Das nächste wird was Tolles. Aber ich sag euch das noch nicht. Es wird auch nicht so ein umfangreiches Projekt werden wie das hier. Hier machen wir jetzt nochmal einen Kabelbinder drum, wenn ich welche hier habe. Habe ich aber nicht. Dann hole ich noch mal ein Kabelbett ab. Wir nehmen wieder diese hier, die man wieder öffnen kann. Ich damit einem aus? Nein. Oh Mann, ey. Ich noch einen. So, die man wieder öffnen kann. Damit du den auch wieder rausnehmen kannst, wenn du das möchtest. Was du ja demnächst wirst. Ich weiß da ein bisschen mehr als ihr. So, und jetzt müssen wir das so hinkriegen, dass die beiden Verschlüsse genau an der Ecke sind. Und daran bin ich schon mal verzweifelt. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin schon an allem verzweifelt und habe aber doch irgendwie alles immer hingekriegt. Machen wir das mal ein bisschen kürzer. Schirke! Schirke! Da! Scharfe Schere habe ich nicht, okay. Ja. So, jetzt müssen wir an der Antriebswelle vorbei. Vorbei. Also eine 1-8er Kombo in den 1-10er Slash einbauen ist schon. Ja, das ist schon. Ja, das hilft halt, ne? Bisschen krank. Aber ich stehe auch auf kranke Sachen.
daher passt das. Ich mache das jetzt auch nicht so bombenfest, weil es einfach nicht bombenfest sein muss. Es reicht, wenn es fest ist. Ach, scheiß drauf, bleibt dran. Ja, und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Den hier tüte ich gleich noch irgendwie ein. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die Antenne verlegen wir jetzt noch. Da kommt ein Tropfen Schuhgut drauf. Schuhgut, meine Wunderwaffe. Und das braucht auch gar nicht viel sein. So, das reicht schon. Ja, Schuhgut ist wirklich meine Wunderwaffe mittlerweile. Das nutze ich ja für so gut wie alles. Weil es einfach hält. Reindrehen, fertig. Restantenne da rein. An- und Ausschalter hier vorbei. So, die machen wir da oben schön dran, so, ne? Und dann passt das auch. Wie gesagt, da kommt noch ein Luftballon drüber. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann machen wir mal die Reifen dran. Es geht ja relativ fix und dann war es das auch. Morgen gibt es Testfahrt. Yippie-yay. Schweinebacke. Wie gesagt, solange das Wetter mitspielt, mache ich das. Nur wenn das nicht mitspielt, dann funktioniert das nicht. Wenn ich bedenke, was für einen Haufen ich hierher bekommen habe vor drei Wochen, als ich den bekommen habe, dieses Auto hier, und was das jetzt für eine geile Karre ist, ich möchte den eigentlich gar nicht weggeben. Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil der ist so geil geworden. Der ist wirklich so geil geworden, dass ich den am liebsten behalten will. Lenkung hat natürlich auch Spiel. Trax ist typisch. Ist halt Plastik, ne? Könnte man eine Alulenkung verbauen. Habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist hier noch nicht so wichtig. Hier sind andere Dinge erstmal noch wichtig. Vordere Antriebswellen müssen unbedingt aus Metall genommen werden. Ja, und wenn das passiert ist, dann sind wir schon mal hier mit einem ganzen Schritt weiter. Die haben wir jetzt nicht aus Stahl genommen, sondern aus Plastik. Mitteldiff ist verbaut, das ist auch ein bisschen gesperrt. Deine Slipperkupplung kriegst du wieder mit zurück. Da musst du dir halt mal einen Satz neue Belege besorgen. Die gibt es auch. Die ganze Slipperkupplung gibt es als Rebuild-Kit. So, und jetzt guckt mal. Der hüpft nicht mehr. Der steht sofort. Der liegt richtig gut. Ich bin zwar auch noch nicht Probe gefahren, aber so vom Gefühl her liegt der richtig gut. Er hat ein bisschen Spiel, ja, hat er. Ist leider nicht zu ändern. Wie gesagt, da vielleicht mal vorne das Alu weg und dann wieder Plastik hin. Das ist dann doch ein bisschen besser, weil das ist ziemlich ausgeschlagen. Aber ansonsten, top. Das ist schon echt viel Spiel hier. Ne? Guck mal, hinten sind neue Teile verbaut. Da ist es aber auch so. Ja, das ist halt Plastik. Ne? Aber gut, fahren wird der. Morgen das erste Mal.
Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.